Hi, mein Name ist Fetsum. Ich bin Sänger und Musiker und lebe hier in Berlin. Fetsum Sebart hat seine Kindheit zum Großteil in Stuttgart verbracht. Die Familie des 39-jährigen Sängers stammt aus dem Nordwesten von Afrika. Meine Eltern stammen aus Eritrea, hier am Horn von Afrika. Und wir sind dann nachher wegen des Krieges nach Ägypten, wo ich geboren wurde. Von Ägypten nach Italien. Um dann letzten Endes nach Deutschland auch zu reisen. Seit 2004 lebt Fetsum in Berlin. Seine Eltern kämpften im eritreischen Unabhängigkeitskrieg gegen Äthiopien. 1976 wird Fetsums Mutter verletzt und nach Kairo ausgeflogen. Der Beginn einer mehrjährigen Odyssee, die in Deutschland endet. Ein großes Thema auf Fetsums Debütalbum The Colors of Hope von 2012. Mir war extrem wichtig, viele Dinge, viele Erlebnisse aufzuarbeiten. Von meiner Geburt in Kairo bis hin zum weiteren Weg nach Rom und nach Deutschland. Wenn ich auch links und rechts gucke, was andere Leute, die den gleichen Weg gegangen sind zur gleichen Zeit, mit was die heute zu kämpfen haben, dann sieht man sich schon auch ein Stück weit als Brückenbauer, als Übersetzer, als Vermittler. Und das möchte ich gerne sein mit meiner Musik. When he realized the beast he was feeding had swallowed. Mit Pop, Soul und Reggae ist Fetsum aufgewachsen. Aber auch mit eritreischen Revolutionsliedern und italienischen Balladen. Als Kind erlebt er seine Flüchtlingsgeschichte als großes Abenteuer. Erst später kommen Fragen auf. Wenn natürlich auch Reaktionen von außen kamen, ob es beim Fußballspielen war oder was auch immer. Also Sachen, die einem dann einfach klar machen, okay, scheinbar sind wir nicht von hier. Ja. Und man sucht die Gespräche, ne, mit seinen Eltern und fragt, warum sind wir denn eigentlich hier? 2006, seine ersten musikalischen Gehversuche macht Fetsum als Rapper in Stuttgarts aktiver Hip-Hop-Szene. Seine musikalischen Vorbilder kommen aus den USA. Meine ersten Hip-Hop-Platten-CDs, für mich war das Eazy-E und Run-DMC. Das waren schwarze Künstler, das war neu, es hatte eine Edge, es hatte eine Aussage. Ja, auch wenn ich textlich nicht alles verstanden habe, wusste ich irgendwie so, okay, das sind trotzdem Statements. Und das war natürlich auch interessant, weil ich war damals so 12, 13, das war so der Zeitpunkt, wo mir klar wurde, okay, ich sehe anders aus. Anders aussehen. Für die rechtsextremen Fanatiker des NSU reicht das, um zu morden. Zwischen 2000 und 2007 sterben mitten in Deutschland 10 Menschen. 9 haben einen Migrationshintergrund. Die mutmaßliche Mittäterin Beate Zschäpe steht seit Mai 2013 vor Gericht. Bei den Ermittlungen gab es viele Pannen. Der rechtsextreme Hintergrund wurde übersehen. Ich finde es Wahnsinn, dass das in Deutschland so möglich ist. Es hat 8 Jahre gebraucht, bis man darauf kam. Und wie letzten Endes die behördliche Behandlung von diesen Menschen war, dass man denen zum Beispiel den Eltern eines Dönerbudenbesitzers irgendwie sagt, ja, ihr Sohn war wahrscheinlich in irgendeiner Wettmafia mit drin etc. Einfach auf, nicht mal, ich kann nicht mal sagen auf Vermutung, sondern das ist ja einfach eine blanke Lüge. Don't you know, talking about a revolution sounds like a whisper. Fetsums künstlerische Antwort, Musik, denn die kann Menschen vereinen. Wenn man auf der Bühne steht und manchmal so das Saallicht so angeht und man sieht, was für verschiedene Menschen da eigentlich im Saal sind, Leute, die im Alltag vielleicht nichts miteinander zu tun haben und die aber trotzdem nachher Arm in Arm sind und mitsingen und eigentlich dasselbe Gefühl abholen wollen für sich. Ich finde, wenn man das so erlebt, dann weiß man eigentlich, was man was Richtiges tut. In London, Los Angeles und Berlin hat Fetsum im vergangenen Jahr Songs für sein zweites Album geschrieben. In diesem Jahr soll es erscheinen.